wenn man mal so ein bisschen schaut, ich beschäftige mich ja ganz gerne so mit so Themen, wie funktioniert unser Gehirn, wie lernen Menschen, wie funktioniert Kommunikation. Ja. Und unser Gehirn funktioniert assoziativ. Das heißt, wenn du dir ein Thema erklären kannst oder wenn du es verstehst, verstehst du das deshalb, weil du schon viele andere Begriffe in deinem Kopf hast, die du gelernt hast. Ja. Wer sich da draußen jetzt mit Quantenphysik auskennt oder da drumherum schon mal irgendwas gehört hat, für den ist es leicht, auf dessen Gehirn trifft das Wort Quantenphysik und dem gehen sofort ganz, ganz viele Lichter an, was das bedeutet. Wenn du darüber noch nie was gehört hast, hast du einfach keine Chance. Ja. Das hat aber nichts mit deinem IQ oder Intelligenz oder sonst was zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass dein Wissensnetz in deinem Kopf leider zu wenig engmaschige Strukturen hat zum Thema Quantenphysik. Ganz einfaches Thema. Und jetzt ist die Frage, wenn ich sowas weiß, jetzt kommen wir ganz schnell an den Punkt, Zielgruppenanalyse, Zielgruppenkommunikation. Es gibt so diesen Spruch, wenn du auf andere wirken willst, musst du in ihrer Sprache mit ihnen sprechen. Und da geht es nicht darum, dass ich mit dem Italiener Italienisch spreche. Geh auf einen Einkäufer zu, geh auf eine gewisse Branche zu, geh auf eine gewisse Funktion in einem Unternehmen zu und die haben eine gewisse Realität, in der sie leben und Begriffe und Situationen, die sie alltäglich erleben. Ja. Da werden die ein enger, maschiges Wissensnetz dazu haben. Und jetzt kann ich an dem Netz vorbei kommunizieren oder ich kann es genau treffen. Und darum geht es ja dann im Alltag. Ich stelle mir jetzt gerade so, also exemplarisch, und die Beispiele sind immer gut, ich stelle mir jetzt gerade so eine Homepage vor. So, und du kommst auf eine Homepage und ich suche irgendein Produkt, irgendwas, was ich jetzt gerade als Kunde an Lösung brauche. Und ich komme auf eine Seite, wo die Headline, im Prinzip die Überschrift mich gleich abgeholt hat. Und dann gucke ich mir den Text an und denke so, aber eigentlich liefern die gar nicht das, was ich brauche. Wobei doch der Titel mir im Prinzip schon eine erste Lösung suggeriert hat, aber dann der Text gar nicht das liefert, was ich brauche, weil wir genau in dieser Situation sind. Du triffst gar nicht den ihre Sprache. Jetzt sprichst du von irgendwelchen Fachzahlen, vielleicht von, je nachdem, was man sucht, mathematischen Formeln oder sonst irgendwas. Oder ganz viele Fachbegriffe oder auch exotische Begriffe. Marketingtechnisch ist immer ganz toll, wenn man ganz viele tolle Fremdwörter kann. Wenn du aber damit einfach dein Gegenüber nicht abholst, weil vielleicht englische Begriffe drin sind und die sind einfach krass deutsch unterwegs, dann verlierst du die innerhalb von kürzester Zeit wieder. So. Und das ist ja so ein exemplarisches Beispiel dafür, dass man schon genau da ansetzen kann, nämlich in deinem Außenauftritt, später dann auch in der Teamkommunikation und wie bist du wo unterwegs und wie sprichst du mit den Leuten, aber schon mal auf der Homepage einfach direkt so dieses sprich so, wie dein Gegenüber es auch verstehen kann.